Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letztes Spiel wieder mal unglücklich verloren. Scheiß drauf, wir gehen zum nächsten. Ich sehe mich hier schon alle 13 Spiele spielen, weil ich am Ende... Ich brauche immer noch 6 Siege, muss ich mal überlegen. Ich brauche noch verfluchte 6 Siege für Gold 3. So. Und ich sehe mich hier keine 6 Spiele in Folge gewinnen, deswegen... Ich werde am Ende wahrscheinlich wirklich alle Spiele noch spielen, um irgendwie auf Gold 3 zu kommen. Es sei denn, ich habe vorher wirklich überhaupt gar keinen Bock mehr, aber es ist halt schon ein Ziel, was ich gerne erreichen würde, um halt unter der Woche mich nicht qualifizieren zu müssen fürs nächste Wochenende. Wenn ich mir überlege, wie viele Spiele ich alleine durch richtig fettes Pech verloren habe, mindestens 3 Stück hätte ich einfach so krass gewinnen müssen, wo ich wirklich einfach nur massives Pech hatte. Aber gut, daran kann ich nichts ändern. Dann hätten wir jetzt schon 8 Siege und bräuchten nur noch 3 zum Gold 3. So, Hybrid aus Premier League und Bundesliga. Auch ein 4-2-3-1, interessant, kommt eher selten vor. Birki im Tor, konzentrieren wir uns mal und gewinnen das Spiel. Schön gemacht. Oh, das hat er leider richtig antizipiert. Okay. Pass sollte auch schon eher kommen, das war ja gerade das Problem. Alter, das spielt aber ganz schön eine Risikopässe. Da ist der nächste. Steht aber leider in der Abwehr nicht so schwach. Schmelzer auch nicht bekannt für seinen krassen Distanzschuss. War es Bender? Ich dachte, es wäre Schmelzer gewesen. Wollen wir doch eigentlich schon wieder bei uns. Mir fällt auch gerade ein, dieses Gold 3 will ich ja eigentlich auch, damit ich dann auch im Monat Gold bin. Also wenn ich immer mindestens Gold 3 erreiche, bin ich auf jeden Fall auch Gold 3 im Monat. Und deswegen wäre es eigentlich auch nochmal wichtig, Gold 3 zu erreichen, fällt mir gerade ein. Fährmann. Ach man.
Hat eigentlich ganz gut gespielt, bis auf den letzten Pass dann. Stehen wir komplett im Passweg gefühlt, er macht es trotzdem, ist egal. Weiter geht's. Der Gegner ist auf jeden Fall nicht so schlecht, dass ich sage, hier müssen wir das Spiel drehen. Ich meine, im letzten Spiel habe ich auch gedacht, das müssen wir drehen, habe ich nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es jetzt genau deswegen, weil ich nicht davon ausgehe, das jetzt unbedingt hier zu schaffen. Wir haben jetzt auch noch nicht so die fetten Torschancen rausgespielt. Und wie gesagt, da hat er einfach auch das Glück, dass das dann irgendwie mal klappt. Dieses Scheiß durchkombinieren. Immer über links, verdammt nochmal. Das wird mir aber auch ständig angeboten. Doppelt verdammt. Schade, es ist ein schwieriges Spiel, schwieriger Gegner. Ich denke, dadurch, dass die Torschance sehr gut war, geht auch diese 1-0-Führung für den Gegner in Ordnung, weil ich hatte eigentlich keine wirklich gute Torschance. Nur eine, weiß ich nicht, ein Viertelchance oder so eine schlechte. Das Tanzschuss mit Volland, dann aber von Birki gut gehalten wurde. Macht er auch wieder gut und ich schlecht. Da haben wir Glück. Gegner hat aber auch vorher Glück, dass die Pässe angekommen sind. Wen stellt er denn dazu? Da spielen wir doch niemals hin. Ganz schwaches Spiel bisher von mir gegen ihn. Der Gegner steht aber auch verflucht gut. Das war mal ein guter Angriff, auch wenn er geblockt wurde, der Schuss. Oh, wir haben. Hätte ich nicht gedacht.
Warum spiele ich denn solche Idiotenpässe? Scheiß Pace-Pässe. Krasser Pass. Und noch ein Lackertor. Ach, meine Fresse. Och, meine Fresse. Aber ganz ehrlich, ich werde das 2-0 gegen den nicht mehr aufholen. Der spielt defensiv zu stark. Ich breche jetzt hier ab, um Zeit zu sparen. Ich mache das total ungern. Jeder, der meine Videos guckt, weiß das. Aber es ist einfach zu spät. Ich muss das machen, um Zeit zu sparen. Und ja, wir gehen zum nächsten Spiel. Das Geile ist auch, ich habe noch 12 Spiele, muss aus diesen 12 Spielen noch 6 gewinnen. Also ich muss jedes zweite Spiel jetzt gewinnen. Das ist auch erstmal so eine geile Quote auf jeden Fall, die ich wahrscheinlich auch nicht hinbekommen werde. Ich sehe es kommen, ich werde jedes Spiel jetzt noch machen und werde am Ende trotzdem nicht Gold 3 schaffen. Danke. Aber der Spieler war einfach in der Abwehr jetzt zu stark und wie gesagt, ich bin jetzt auch von der Leistungsfähigkeit her einfach nicht mehr auf dem Maximum. Ich bin müde, meine Augen tun weh und ich werde nach der Aufnahme dann auch erstmal eine kleine Pause machen, eine ganz, ganz kleine Pause machen. Wieder ein paar Kräfte versuchen zu sammeln. Das Ding ist halt auch noch, dass ich schön noch mit meiner Freundin dieses Wochenende von ihrem Geburtstag gefeiert habe, dann dadurch auch nicht so lang von Samstag bis Sonntag gepennt habe. Es waren keine 8 Stunden. Und ich dann dementsprechend auch überhaupt nicht ausgeschlafen bin. Das kommt mir nicht entgegen in der Situation. Aber egal. Jedes zweite Spiel gewinnen. Komm, eine kleine Serie jetzt mal hinlegen. Mal 2, 3 Spiele in Folge gewinnen. Vor allem gegen die bescheuerten Spieler, die die scheiße spielen, die schlecht sind, wo wir die vielen Chancen haben. Ich meine, gegen den letzten Gegner, der war wirklich gut. Der stand gut in der Abwehr, hat besser gespielt als ich dann. Vor allem in der zweiten Hälfte. Und gewinnt auch verdient. Von daher ist okay. Aber ich habe halt, wie gesagt, jetzt in diesen Sonntagsaufnahmen schon mindestens 3 Spiele gehabt, die so fett gewinnen hätte müssen. Wo einfach der Gegner durch scheiß Glück gewonnen hat. Und jetzt schauen wir mal, dass das nicht mehr passiert. Das sind 3 Spieler. Er passt durch 3 Spieler aus einem total bescheuerten Winkel einen Laufpass raus. Er macht wieder ein langer Tor. Oh, ich könnte kotzen. Meine Fresse. Also Lackertor halt, erstens, weil der Pass total bescheuert war, der hätte niemals ankommen dürfen durch 3 Spieler und zweitens, weil er natürlich einen Abpraller bekommt. Mann, Mann, Mann. Egal, wir wissen noch gar nicht, wie gut oder schlecht der Gegner ist. Wir können das Spiel also noch drehen. Da hätte jetzt der Körper von Sandro Wagner ganz gut getan, aber ich glaube, er hätte ihn trotzdem nicht behalten, den Ball. Geil, wie die Vollidioten den einfach durchrennen lassen. Ach, so eine unverdiente Scheiße. Egal. Konzentrieren, wir schaffen auch ein 2-0 gegen den zu drehen. Hab das Gefühl jetzt auch nicht, dass er wirklich super gut spielt. Das war so ein geiler Schuss, den hätte er einfach nur weiter nach links ziehen müssen.
Ah, gut gemacht. Krass gespielt, dann so ein Kackabschluss. Schöner Pass. Knapp. Oh, auf den wollte ich nicht spielen. Jetzt der Einschlusstreffer, komm. Ah, es wird gefährlich in dem Strafraum, es gefällt mir. Abseits. Alter, wie kann er denn da nicht im Kopfball kommen? Dann machst du halt das schwere Tor, Icardi. Scheiß drauf, Anschluss. Aber krass, oder? Wie er diesen einfachen Kopfball nicht macht und dann hier dieses schwierige Tor wieder macht. Egal, Tor ist Tor. Okay, so schwierig war es nicht, weil der Tor wieder wegspringt. Der hätte einfach nur da stehen bleiben müssen, wo er war, und dann wäre das Ding nicht rein. Also war es gar kein Lackertor auf jeden Fall. Achso, wir sind ja immer noch hinten, deswegen lassen wir mal offensiv. Aber nur noch ein Tor hinten. Come on. Das Ding drehen wir jetzt. Ist die Moral auf unserer Seite? Schönes Foul. Na also, krass. Okay, das ist ein ziemlich, das war auf jeden Fall ein ziemlich lucky Treffer, wobei man auch sagen muss, dass Anderson vielleicht so frei wie er war, das Ding auch schon beim ersten Versuch reinmachen könnte. Innerhalb von 2 Minuten quasi jetzt einfach mal das Spiel auf Gleichstand gesetzt. Das ist doch nice. Da haben wir ein schönes bei der Hälfte, denn das gewinnen wir jetzt. Schön mit Rossi. Okay. So, zweite Hälfte, come on. Ich weiß nicht, ob das Unentschieden verdient ist. Also, bin mir gerade echt nicht sicher. Ich tendiere zu ja. Dass ein verdientes Unentschieden ist. Ich bin mir aber jetzt gerade echt nicht sicher, weil ich habe in dem Spiel wirklich wenig darauf geachtet, was verdient wäre und was nicht.
Schöner Schuss mit Icardi. Der Rossi, komm, mach mal einen Kopfball zurück. Du bist doch kopfballstark. Ach, der war auch wieder abgefälscht, krass. Der war zu straff. Oder auch nicht, er kam gut. Scheiße, 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 scheiße. Glück gehabt. Haben wir William komplett ungedeckt dann gelassen. Er hat Butland oder Butland auch lange nicht mehr gesehen. Wird in FIFA 18 auf jeden Fall nicht so oft gespielt wie in FIFA 17. Oh. Hat hier aber Krogeschnitzer drin, die müssen wir mal ausnutzen. Schon krass, dass wir immer den Info im El-Sharabi auswechseln, weil Philippe Andersen einfach so ein Biest ist. Ah, der Rossi und Strohmann haben ja noch zu viel Power. Mussten natürlich aber nicht so viel rennen. Hier können sie ja vielleicht leider in die Verlängerung gehen, wenn wir Pech haben, deswegen warten wir mal. Und! Oh, Musaccio, CBU-Kopfball, richtig krass, aber leider total unplatziert. Krass! Krass, dass er den noch hält. Schade. Scheiße, ich rutsch vom Stick ab. Vom Stick. Schön gemacht mit Lichtsteiner. Das ist fehlende Konzentration. Oh. Scheiße, Andersen hat keine Power mehr. Viel zu weit, der Pass, Mann.
Schade. Was, wie der abgefälschte Pass noch reinkommt. Ach, den Angriff lässt er mir noch. Aber egal, es ist die erste Verlängerung. Wir lagen 2-0 hinten. Jetzt steht es 2-2. Ich denke, ich kann erstmal zufrieden sein. Jetzt hoffen wir, dass wir hier den Führungstreffer in der Verlängerung schaffen. Ich denke, ich gehe sogar mal auf Defensiv. Was macht er denn da? Super schnell, alle Spieler hinterm Ball, das ist echt krass. Könnte man auch Rot geben, aber gibt nur Gelb. Ein bisschen auf dem Sack, dass hier mein Außenverteidiger Lichtsteiner irgendwie nie den Pass abfängt. Schöner Angriff. Icardi macht das Ding mal wieder. Aber es ist noch sehr, sehr lange Zeit. Es ist noch lange nicht der Sieg. Es ist noch viel zu lange Zeit. Wir müssen uns jetzt noch anstrengen, dass wir hier nicht noch einen fressen oder so. Krass, wie er da echt ins kurze Eck das reinkriegt. Wir standen halt auch bei dem einen Pass wieder mal genau drin. Und was passiert? Er schafft den trotzdem, den Pass.
Das war aber jetzt Glück, da hätte jetzt auch locker der Ausgleich fallen können, muss man sagen. Also das war Glück, dass wir hier nicht einen Ausgleich fressen. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, es wäre immer noch ein Unentschieden, wäre relativ gerecht. Also ich denke, die Führung ist jetzt vor allem auch nach dieser Riesenchance nicht mehr gerechtfertigt. Schade. Das war jetzt aber auch keine schlechte Chance, muss man sagen. Komm! Ja! Icardi macht's! Na, mit Felderbaum, meine Freunde. Sehr geil! 4-2. Nach einer Ecke, also Eckentore zähle ich auch immer zu Lackertoren, weil sie einfach so selten fallen und viel mit Glück zu tun haben. Deswegen auch das ein Lackertor für mich, freut mich. Und krass, dass Icardi mal ein schönes Tor nach einer Ecke macht und da so schön einläuft und dann wirklich unhaltbar ins lange Eck köpft. Ist ja eigentlich auch kopfballstark, aber er muss halt relativ frei zum Kopfball kommen, damit er das auch zeigen kann. Aber ich denke, ihm ist klar, dass er jetzt keine zwei Tore mehr schießt. Ich hoffe es, weil dann ist die Moral nämlich kaputt. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt hier ganz locker aufbauen. Ich darf jetzt auch keinen Ballverlust mehr in der ersten Halbzeit fressen. Ganz wichtig. So wie das jetzt zum Beispiel. Quatsch, wir sind ja schon in der zweiten Halbzeit, sehe ich gerade. Ich Idiot. Bin ja auch gekommen, dass wir noch in der ersten sind. Scheiße. What? Was ist denn hier los? Ich bin auf sehr defensiv. Ich hab's gut verteidigt. Also, sorry, ich hab's gut verteidigt. Fress was mal dazu. Ist mir egal, weil. Jetzt wird natürlich gemauert, aber. Hä? Das ist halt scheiße dann. Aber ich denke, ich habe es gut verteidigt. Geiles Zeitspiel auf jeden Fall von mir. Zum Glück wurde das Spiel dann trotzdem abgepfiffen. Oh, wichtiger Sieg, auch nach dieser Verlängerung. Jetzt muss ich auch mal kurz Pause machen, mal kurz was essen oder so. 3 Tore Icardi gar nicht mitbekommen, nice. Und lass mich raten, 5 Vorlagen. Er hat sich wahrscheinlich selber die Tore vorgelegt. Philipp Andersen noch ein Tor, nee. Andersen mit einer Vorlage und einem Tor, Brozovic. Traoré, Einwechselspieler, schön, Lichtsteiner. Aber Lichtsteiner hat mir definitiv nicht so gut gefallen, er hat irgendwie keinen einzigen Ball abgefangen. Da habe ich mehr erwartet. Also von der Statistik her, aber ich habe auch wild und viel aus der Distanz geschossen. Von der Statistik her ist es ein verdienter Sieg, aber ich, vom Gefühl her würde ich sagen, unentschieden wäre gerechter gewesen. So, come on, noch 5 Siege. Come on, schaffen wir, come on. Strootmann bekommt auch erstmal einen Vertrag. Ich glaube, Strootmann gefällt mir sogar besser als De Rossi. Ich glaube, De Rossi würde als nächstes fliegen im Mittelfeld. Kriegt trotzdem erstmal nur einen kleinen. Was sagen denn die Scorerwerte? 19-1, 49-3. Beide nicht wirklich geil. So, in diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Parkes, bis zum nächsten Mal. Tschüss.